Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Deckpunkt Podcasts, dem österreichischen Lauf-Podcast. Wir nehmen euch jetzt da schon seit, ich glaube, mittlerweile 5 Jahren. Fast sogar Woche, 6, glaube ich. Fast 6, ja. Woche für Woche mit in die Welt des Laufens und Ultrasports. Wir haben ja auch manchmal Radfahrer und erzählen erstens von uns, aber wir haben auch immer wieder interessante, verrückte, inspirierende Menschen bei uns. Ja, es ist gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse. Und wenn ihr das verfolgen möchtet und was ihr hoffentlich eh schon lang tut und auch abonniert habt, dann könnt ihr das machen auf Social Media, auf allen Kanälen dieser Welt, die wir kennen. Das einfach ist, auf Social Media folgen. Genau, also Instagram und Facebook TikTok und Twitter, also alles, was wir halt kennen. Aber Strava, ja, Strava. Noch nicht auf OnlyFans, kommt vielleicht auch noch, wenn sie das genug wünschen, aber das glaube ich einfach nicht. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify folgen und ihr könnt uns auf Spotify auch bewerten und Reviews könnt ihr auf Apple Podcasts und allen anderen Plattformen, wo man Reviews schreiben kann, machen. Und ihr könnt uns natürlich auch furchtbar gerne unterstützen, weil das sehr cool ist. Und das machen dann und wann auch Menschen. Das wollen wir auch immer wieder honorieren mit Danke. Das ist total gut. Und zwar auf Stadium Patreon. Wenn ihr unterstützt, kann ich das machen. Das ist richtig. Das geht nur durch Unterstützer. Patreon, Steady, macht das Bier ready. So, und damit ihr nicht nur mich mit kurzen Unterbrechungen vom Flo jetzt da Dauerquatschen hört die nächste Stunde, haben wir uns dem heutigen Thema langsam angenähert und wollen heute in dieser Folge wieder über jemand anderen reden, nämlich nicht über uns. Also, was gibt's heute zu entdecken? Es gibt heute den Alexander Pittel zu entdecken, der einmal eine ganz, ganz andere Sicht reinbringen kann und hoffentlich auch wird. Grüß dich. Hallo. Und zwar, er hat zwar von uns drei, wenn ich das richtig recherchiert habe, trotzdem die schnellste Marathonzeit mit knapp über 3 Stunden. Wie schnell genau? Ich habe, was ist rausgefunden? Ich glaube, es ist 3:07:44. Korrekt. Ich weiß aber nicht, ob das die Bestzeit war. Dann bin ich mit meinen 3:10:19 nicht so weit weg. Aber langsamer. Richtig. Er ist sub 13 gelaufen. Du nicht. Will wir nicht in alten Wunden. Das war noch mal wilde Zeit, ne? Und wenn ich es ganz richtig heraus habe, war es sogar in Wien. Ja, ja, selbstverständlich. Ja. Meine Lieblingsstadt. Außer Innsbruck natürlich. Ja, also, wenn man im Chamonix Österreichs wohnt, Wien ist auch schön, aber wenn man Bergliebhaber ist, ist Wien halt so semi. Ja, das heißt, du bist schon von der laufenden Zunft, aber jetzt da so aktiv. Jetzt da aktuell würde man die jetzt wahrscheinlich nicht als Läufer immer wieder mal sehen bei Wettbewerben, sondern der Wettbewerb bist du mittlerweile. Könnte man so sagen, ja. Schön umschrieben. grundsätzlich komme ich natürlich aus dem Laufsport, oder? War eben auch ein Bestzeitenjäger. Und unter 3 Stunden habe ich es dann eben nie geschafft. Ich habe aber dann irgendwo
durch meine Ausbildung als oder zum diplomierten Lauftherapeuten für mich irgendwo eine andere Form des Laufens erkannt, oder? Und zwar war das eigentlich dieses ausdauernde Ultralaufen, wo ich mir gedacht habe, ich kann eigentlich nicht zweimal am Tag trainieren und ich weiß nicht, was alles machen, damit ich noch schneller wäre beim Marathon, sondern eigentlich macht das viel mehr Spaß, wenn man während des Trainings eigentlich schon, sage ich, das trainiert, was man dann im Wettkampf läuft, nämlich lange, langsam und eigentlich dann auch in seiner eigenen Umgebung ganz andere Strecken kennenlernt und sagt, boah, wo wohne ich denn eigentlich? Also das waren für mich schon ganz andere Entdeckungen eben und ja, darum bin ich eigentlich dann auch ein bisschen weggekommen von dem Marathonlaufen. Ich habe ja früher eben auch auf der Sport-Usi so Marathonkurse geleitet, oder? Und habe eben auch da die Jungen, sozusagen Wilden, trainiert auf den Marathon. Aber eben meine Entwicklung ist dann eigentlich eher in die andere Richtung gegangen, dass ich gesagt habe, vielleicht aufgrund des Alters, langes, ausdauerndes Laufen macht einfach mehr Spaß. Ja, und man kennt ja seine Gegend dann eigentlich gar nicht so gut, weil du das vorher erwähnt hast. Also ich finde auch, erst durchs Laufen lernt man die ganzen kleinen Dinge kennen, die wo man im Alltag einfach so dran vorbeigeht und irgendwie entwickelt man dann die Läuferkrankheit, dass man in seiner Gegend zumindest von jedem Punkt weiß, wie viele Kilometer es ungefähr heim sind. Das ja, habe ich dann festgestellt. Die wichtigste Frage, ja. Genau. Nein, aber eben durch dieses, sage ich, man packt dann Rucksack, hat ein bisschen was zum Trinken oder zum Essen auch mit, oder? Und macht, sage ich jetzt mal, 3 Stunden, 3,5, 4 Stunden sogar Läufe und man kommt eben auch daheim in Gegenden, wo man denkt, boah, da war ich jetzt eigentlich noch nie und für mich war es der größte Spaß, immer wieder andere Wege zurückzufinden und das habe ich auch beim Marathon-Trainieren nicht gehabt, weil beim Marathon-Trainieren war es ja immer, auch wenn ich lange Läufe gemacht habe, war immer wichtig, dass der Puls oder eben auf, sage ich mal, Hausnummer 130 ist und eben mal 3 Stunden im Flachen läuft. Da hat mir jeder Stein schon gestört, weil er hatte vielleicht den Puls dann gestört eben. Und ja, also so gesehen war das eigentlich ein ganz ein neues Experiment und ein neues Erlebnis für mich. Ja, also eine Form des Entdeckens und irgendwie, ja, ich finde das, ich habe das etwas ähnlich gefunden. Ich finde dann, dass die Marathons, die Rennen an sich selbst, ich meine, Stadtmarathon ist ein Stadtmarathon, natürlich ist jetzt, keine Ahnung, Valencia anders als Wien, aber irgendwie sind es doch Gebäude und irgendwie, ja, mir hat das dann auch irgendwann nichts mehr gegeben und ich habe dann irgendwie das Abenteuer gesucht. Aber bei dir ist es ja nicht nur beim also was hast du dann für Ultraläufe gemacht oder wie weit bist du dann irgendwie gekommen? Ja, eigentlich bin ich dann zum Gruppen quasi Trail Running gekommen, also quasi in der Gruppe gemeinsam oder längere Strecken zu laufen. Also wir haben ja da in Tirol den Abenteuerlauf dann entwickelt, wo man quer durch Tirol gelaufen ist, jeden Tag 50 Kilometer in einer Gruppe und war halt immer das Ziel, gemeinsam starten, gemeinsam laufen und gemeinsam ankommen und ja, da sind wir halt dann über mehrere Tage Etappen gelaufen, von Dannheimer Tal bis zum Aachensee. Und ja, das hat man halt dann immer weiterentwickelt. Bis dann eigentlich irgendwann die Idee entstanden ist, oder in Innsbruck die Stadt zu umrunden und dort eben ein Trailrunning-Event daraus zu machen. Ja. Wobei die Laufwerkstatt an sich gibt es ja schon seit 2002, also wirklich jetzt schon seit 20 Jahren. Mhm. Und die ist aber tatsächlich aus diesem Gruppenlauf-Event, also eigentlich aus einer, ich würde es ja nicht sagen, Lauf-Community-Geschichte, weil es ist, glaube ich, schon wie nennt man es jetzt, nicht als Agentur gegründet, sondern als Firma, die Laufgruppentrainings angeboten hat. Jetzt, ja. Mir fällt das korrekte Vokabel dafür jetzt ja, als Laufschule sozusagen. Danke. Ja, genau. Eine Laufschule trifft es ganz gut. Ja, ja, genau. Nein, es war, also ich habe die Geschichte nicht ganz erzählt, oder? Also ich habe bin auf der Sportuni gewesen und habe diese Marathonkurse gemacht. Und ich sage, das größte Erlebnis für die jungen Marathonis war eigentlich jenes, oder, dass sie entdeckt haben, dass sie durch die Langsamkeit eigentlich schnell werden, oder, dass man durch das langsame Laufen eigentlich viel mehr Geschwindigkeit aufnimmt, als wenn man dann eben so Sprinteinheiten macht, nicht? Und da haben wir aber dann auch, oder, mit meinem Partner eine Anfängergruppe gehabt. Und mit denen sind wir dann immer gleich mal 40, 45 Minuten laufen gegangen, waren immer sehr verwundert, dass wir beim zweiten Training alleine da gestanden sind. Und das war ja eigentlich auch ein Grund für mich, diese Ausbildung zum
diplomierten Lauftherapeuten zu machen im Norden von Deutschland, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja eigentlich gar nicht, gell? Also, dass die da nie mehr kommen, und bin ja eigentlich dann eben auch drauf gekommen, dass man es natürlich falsch gemacht hat, dass man eben die Anfänger damals überfordert hat, aus der eigenen, sag ich mal, aus dem eigenen Training außer, einfach weil man selber zu gut war, unter Anführungszeichen. Und aus dieser Ausbildung war dann die Idee, Laufen ohne Stoppuhr quasi anzubieten. Also einfach Laufprodukte zu entwickeln, wo man nicht jeden Tag gegen sich selber läuft, oder, sondern wo man wirklich dann eben zur Entspannung läuft und einfach die Leute mal ein bisschen runterzuholen. Mhm. Und das war im Jahr 2000, haben das noch nicht viele gesagt, sondern haben ja alle noch gesagt, ich muss jeden Tag schneller laufen wie am Vortag. Und mittlerweile sagen viele das oder mehr Leute, dass man auch sozusagen zum Genuss laufen soll. Aber nicht alle Lauftreffs machen es auch, muss man auch dazu sagen. Nicht? Und da eben aus dieser Inspiration oder aus diesem Gedanken ist eigentlich die Laufwerkstatt gegründet worden. Eben einfach den Leuten Produkte anzubieten, die eben ermöglichen, genussvoll zu laufen und nicht immer ans Limit zu gehen. Und der erste Gedanke war dann für Läufer, die schon mehr laufen können, eben diese Gruppenabenteuerläufe anzubieten. Das war eigentlich, da hat es eigentlich begonnen im Jahr 2001, 2002, da sind wir eben quer durch Tirol gelaufen, oder wir sind da 7 Tage zum Gardasee. Also wir haben eigentlich den ersten Transalp laufend gemacht und auch im Schwarzwald haben wir einige solche Läufe gemacht und ja. Und so hat sich das halt Jahr zu Jahr weiterentwickelt, war eigentlich ein kleines Format natürlich, gell? Weil wenn man in der Gruppe läuft, wir waren 30 Leute oder 35 maximal, die sich davor eigentlich nicht gekannt haben und wir haben ein Ziel gehabt, gemeinsam zu laufen und das war schon eine spannende Geschichte, wie die Leute dann zusammengewachsen sind. Ja, und das ist auch gar nicht so leicht, dass da so viele Leute dann irgendwie zusammenfinden und sich auch, dass das von der Geschwindigkeit so passt, dass dann alle irgendwie Spaß haben. Ja. Da muss man sich auch darauf einlassen, muss man wirklich auch teilweise sein Ego zurückstecken, weil das sagt sich so leicht, ich laufe einfach Genuss, aber wenn ich dann merke, ui, der schaut mir auch gut aus und der läuft jetzt da irgendwie 2 Schritte davor, dann will ich plötzlich auch und solche Sachen. Ja, also wir haben dann auch eben, das hat sich dann alles entwickelt. Abgesehen davon, dass wir natürlich alles gleiche T-Shirt angehabt haben, haben wir dann, war ich der Baseläufer mit einem großen Luftballon aus Helium, das war quasi vor mir, hat niemand laufen dürfen. Und am Ende des Feldes war dann auch meistens jemand von mir, oder, der quasi das Feld dann zusammengehalten hat. Nicht? Und so sind wir halt dann quer durch Tirol gelaufen. Man hat da die Geschwindigkeit finden müssen, oder? Das war für mich auch interessant, weil am Anfang habe ich sie eigentlich dann doch teilweise zu schnell gewählt, aber nach dem zweiten, dritten Mal habe ich gewusst, dass 9 km/h circa im Ebenen war die Geschwindigkeit, die Gruppe zusammengehalten hat. Wenn man 10 oder 11 km/h gelaufen ist, dann hat man auch 15 Kilometer irgendjemand gehabt, der es nicht mehr mitkennen hat. Ja, dem war es dann schon wieder zu viel. Und dann hat aber die ganze Gruppe ganz langsam laufen müssen, damit man den mitgenommen hat. Oder der hat dann bei der Verpflegungsstelle, die es ja auch immer wieder gegeben hat, aussteigen müssen. Und das war dann eigentlich nicht so ein lässiges Erlebnis. Gell? Und 9 km/h, das ist ein 6,30er Schnitt vielleicht? So was, in die Richtung. Ja. Genau. Das ist, wenn man 6,30. Vor allem lang, also genau. Wenn man lang läuft oder mehrere Tage hintereinander, das ist vielleicht am ersten Tag langsam, aber ich glaube am zweiten, dritten, vierten Tag kann das schon ganz, ganz, ganz anstrengend sein, also, wenn man jetzt nicht viel im Marathon geht. Heißt auch nicht schneller als 9 km/h im Ebenen, also natürlich auch entsprechend in den Steigungen langsamer, beziehungsweise auch gehend, gell? Also man hat dann auch wirklich die Gruppe runtergeholt, hat gesagt, jetzt ist ein steiles Stück, oder wir gehen jetzt gemeinsam da und dann laufen wir wieder weiter, nicht, weil ansonsten wäre das ja nie, hätte das ja nie funktioniert. Ne? Ja, aber ich finde witzig, dass du sagst, dass es auch für dich irgendwie mehrere Versuche gedauert hat, bis du das quasi verinnerlicht hast, weil das ist halt auch was wir festgestellt haben. Wir sind ja auch, laufen ja auch auf zu viert oder fünft und da wundern sich die Leute immer, wie das funktioniert, eben auch beim IRTF, wo wir damals zu viert gelaufen sind. Aber wenn man sich da irgendwie darauf einstellt und wenn das klar ist und wenn man sich so ein bisschen am jeweils langsamen orientiert, dann geht das echt gut und da hat man echt viel Spaß dabei. Dann kann man das echt auch genießen. Ja, du musst ein paar Grundregeln halt haben, sowas wie, wenn man macht sie vorher aus, dass 4 starten oder 5 und 4 oder 5 kommen ins Ziel. Das heißt, man ist automatisch, passt man sich an, oder sowas wie, der Letzte läuft nie allein.
Das heißt, hinten sind mindestens zwei, auch wenn einer schneller laufen könnte. Nach vorne kann einer weglaufen, aber nach hinten nicht. Ja. Und dann funktioniert es aber. Nein, das ist ganz wichtig, ja. Also das, und das macht auch Spaß, und ich habe auch das Erlebnis gehabt, also dass diese Gruppe, die hat sich ja bei mir da vorne noch nie gesehen gehabt, die haben sich ja aus überall in der Welt angemeldet, und dann waren 35 Leute quasi am Vorabend im Hotel, und ich habe gesagt, ihr habt nur ein Ziel, gemeinsam starten, gemeinsam laufen und gemeinsam ankommen, und die haben das so verinnerlicht, ja, dass du hast gegen die Gruppe ja gar nicht mehr ankämpfen können, ja, also oder irgendwas sagen können, ja. Also am Ende, ich habe ein Erlebnis gehabt, dass ich bei der letzten Etappe, da sind wir immer beim Aachensee-Lauf dann mitgelaufen, habe ich dann gesagt, naja, die was gar nicht mehr, wie sie geheißen hat. Also eine hat halt, war relativ am Ende ihrer Kräfte und hat gesagt, die läuft heute halt nicht mit. Nicht? Und dann hat die ganze Gruppe, ist direkt auf mich losgegangen und gesagt, wir haben gesagt, oder wir machen das gemeinsam, und wenn wir das gesagt haben, dann machen wir das auch so. Und wenn wir sie tragen müssen. Gell? Und ich bin so da gestanden, ja, ich wollte eh nicht. Das war wirklich spannend. Gell? Und wir haben das auch wirklich dann gemeinsam beendet, und das war natürlich immer ein lässiges Erlebnis beim Aachensee auf, habe mir immer auf den ersten gewartet und die ersten zweiten, also und auf die Gruppe, auf die Lustige, das waren nämlich mir dann, die mit dem gleichen T-Shirt, teilweise dann schon singend, quasi diesen Aachensee-Lauf da gemeinsam quasi beendet haben, nicht, oder als letzte Etappe genommen haben. Das klingt schon einfach lustig. Und ich finde, ich habe auch schon zwei, drei Etappenläufe gemacht, vor allem wenn das ein überschaubares Feld ist, dann ist man irgendwie so in einer Bubble drinnen, und dann ist echt für diese eine Woche oder wie lange das dann auch immer dauert, in meinem Fall war es eine Woche, entwickelt sich da echt eine geile Stimmung, und man lernt sich dann irgendwie relativ schnell irgendwie auch kennen, eben weil man auch beim Laufen dann irgendwie auch manchmal gar nicht die Kraft hat, sich irgendwie zu verstellen, vor allem wenn es jeden Tag lang ist. Und das ist dann geil. Ich meine, oftmals, bei mir war es dann so, ich habe diesen Rennsteig-Etappenlauf gemacht, da waren auch ungefähr so 30, 40 Leute. Man hat sich danach nie wieder gesehen, aber für die eine Woche war es echt geil. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Genau, und aus dem eben, man hat es dann eben auch verlagert auf Innsbruck. Ich habe dann diesen Abenteuerlauf auch rund um Innsbruck gemacht dann. Das war aber dann eigentlich nicht mehr so, so dieses Erlebnis wie quer durch Tirol zu laufen, weil es nur ein Tag war, und da waren die Leute dann auch schon mehr oder weniger halt gewillt, oder in der Gruppe zu laufen, weil es halt irgendwie nur ein Tag war, gell? Da ist dieses Gruppengefühl nicht so extrem aufgekommen, und da war dann halt irgendwann die Entscheidung, dass man gesagt hat, nein, eigentlich, oder man könnte das Ganze, weil man hat dann auch mehreren Gruppen das quasi angeboten, oder, dass kleine Gruppen laufen und die große Gruppe, die ich geführt habe, und das war die 65er Distanz, die es ja heute noch gibt, das ist die Originalroute, und dann, ja, war irgendwann die Idee, dass man gesagt hat, nein, eigentlich könnte es man ja eigentlich auch für den Einzelnen quasi dann freigeben, oder diesen Lauf. Und daraus hat sich dann eben der Innsbruck Alpine quasi entwickelt, und schon im ersten Probejahr haben wir, glaube ich, in einem Monat gleich 250, 300 Leute gehabt, oder, die sich da angemeldet haben, und haben gesagt, na, wenn das Format so gut ankommt, dann glaube ich, werden wir das einfach öfter und immer wieder anbieten. Naja, also Innsbruck hat ja, also wir sind ja selber beim IRTF auch schon zweimal mitgelaufen, und es hat halt, Innsbruck hat ja den riesen Vorteil, wie man schon gesagt, das ist so ein bisschen Chamonix Österreichs. Du hast, wurscht in welcher Himmelsrichtung du laufst, immer coole Berg. Es ist nämlich wirklich völlig wurscht, wo du hinlaufst. Es ist infrastrukturmäßig ziemlich gut anbunden. Du kommst von Italien schnell hin, du kommst von Deutschland schnell hin, du kommst in Österreich, hast du Schnellzugverbindungen hin, du hast einen Flughafen dort, also eigentlich bist du sogar besser anbunden wie in Chamonix, weil dort guckst du von Genf mit einem Bus in das Tal rein. Also, und da kann ich mir das schon vorstellen, dass sich da viele Leute angemeldet haben, aber ich dachte, dass das immer schon groß gedacht war. Ja, schon. Schon war auch immer groß gedacht. Also, wie gesagt, der erste Feldversuch, den haben wir ja, glaube ich, auch gar nicht Innsbruck Alpine so richtig genannt, sondern wir haben wirklich, ich glaube, es war März, oder, wo man gesagt hat, mal probieren wir mal, das aufzutun, oder, und Einzelpersonen auch und beschildern und Einzelpersonen auch zuzulassen. Und eben, es haben sich
250 Leute, glaube ich, angemeldet in einem Monat. Oder? Das war für uns eine gigantische Zahl, oder? Weil wir eigentlich auch nicht Werbung gemacht haben. Und dann haben wir gleich, oder im zweiten Jahr, oder ist es ja gleich auf 900 Leute, glaube ich, gestiegen und immer begrenzt, oder wir haben immer noch gesagt, boah, wir müssen ja schauen, dass wir das organisatorisch überhaupt schaffen, gell? Also es war eigentlich immer so ein bisschen, boah, so viele Leute, jetzt 900 Leute, wie packen wir das? Und im nächsten Jahr waren es dann schon 1600, dann sind es 2500 gewesen. Also das ist ja stetig oder so schnell gewachsen, eigentlich fast schon explodiert für uns, gell? Von welchen Jahren sprechen wir da? Also wann war der erste Feldversuch und So, jetzt hast du mich fast auf den linken Fuß erwischt. Aber ich glaube, jeden guten Podcast wird den Gast einmal am falschen Fuß zu erwischen. Aber du bist ja ein schneller Läufer, du kannst schnell den Fuß wechseln. Ja, genau. Na, ich denke, es war 2015, oder? Also 2014 oder 2015, oder wo wir angefangen haben. Innsbruck Alpine und das hat eben, wie gesagt, jedes Jahr gigantisch gewachsen, oder? Ja, das deckt sich auch mit meinem Gefühl. Die lange Distanz waren irgendwo nur 85 und das hat hier mit der Zeit auch quasi da distanzmäßig und streckenmäßig, glaube ich, einiges getan. Ja, aber kurze Zwischenfrage vorher noch. Ihr macht ja auch andere Geschichten. Also auch den Tirol läuft, also das ist ein Zehner, glaube ich, und ein Halbmarathon. Dann gibt es den Frauenlauf, einen Kinderlauf, aber das sind ja im Endeffekt alles Straßenläufe. Waren die vorher? Weil der Pitztal Alpine Glacier Trail ist ja danach, glaube ich, gekommen, wenn ich mich nicht täusche. Und der IRTF. Jein. Ein klares Jein. Der IRTF sind jetzt so 7 Jahre vielleicht. Ja. Aber waren die Straßenläufe vorher? Die Straßenläufe waren eigentlich vorher, aber ich habe eigentlich davor nur Themenläufe gemacht. Also mir hat ein Bekannter von mir, es war jetzt ziemlich im Jahr 2003 oder sowas, gefragt, oder ob ich mit ihm den Firmenlauf, ob ich ihm helfe beim Firmenlauf, weil sein Partner damals ausgestiegen gewesen ist, oder? Und er jetzt eigentlich auch dieses Know-how nicht gehabt hat und habe gesagt, ja, das ist okay für mich, gell? Macht auch Spaß, passt ein bisschen in meine Philosophie hinein, oder? Dass man eigentlich da jetzt vielleicht auch die Zeit nicht so im Vordergrund steht. Und das habe ich dann mit dem eigentlich mit dem Bekannten entwickelt, oder? Auch sehr erfolgreich entwickelt. Und irgendwann haben wir beschlossen, dass wir gesagt haben, auch Innsbruck braucht eben einen Frauenlauf, oder? Und wir haben ja den Frauenlauftreff für die Stadt Innsbruck schon durchgeführt, weil eben auch unsere Philosophie da gut hineingepasst hat. Und dann haben wir eben den Frauenlauf entwickelt in Innsbruck. Tirol läuft ist erst, oder, sage ich, vor 2 Jahren quasi dazugekommen, weil man gesagt hat, im 10. Jahr will man vielleicht auch, oder, sage ich, ein größeres Gesamtkonzept ein bisschen weiterentwickeln, oder? Man sagt, ja, ist ja eigentlich ganz nett, oder, wenn man als Vorprogramm quasi auch Männer, also zum Frauenlauf auch Männer laufen können und dann am Schluss doch noch eine Party von allen ist, oder, im Endeffekt, oder zusammenkommen und so. Also, das war jetzt eigentlich nur in die Richtung der Gedanke. Man hat jetzt eigentlich nicht die Idee gehabt, unbedingt sich im Straßenlauf weiter quasi zu etablieren, sondern eigentlich waren es Themenläufe, die uns gefallen haben. Frauenlauf hat uns sowieso gut als Thema gefallen, weil wir gesagt haben, das passt einfach gut in die Philosophie hinein. Ja. Wobei jetzt, das heißt, ich war schon firm quasi mit größeren Veranstaltungen, weil ja ein Frauenlauf oder ein Firmenlauf, das sind ja nicht 40 Leute, sondern das sind ja eher 400, 4000, also je nachdem, was man da macht. Also, ja, genau, ist richtig. Das waren 3000. Leichter. Genau. Nein, das waren, also beim Firmenlauf, wo ich dann, sage ich mal, wieder ein bisschen zurückgezogen habe, waren wir, glaube ich, 3000 oder ein bisschen über 3000 Leute oder Teilnehmerinnen. Und beim Frauenlauf haben wir eigentlich auch bis zu 2.500, 3.000 Teilnehmerinnen gehabt, oder? Beziehungsweise diesen Kinderlauf, das war sowieso ein Steckenpferd von mir, den wir entwickelt haben, wo wir gesagt haben, wir wollen einen Kinderlauf ohne Zeitnehmung machen. Jedes Kind quasi gewinnt, oder? Ein Abzeichen, so wie man es früher beim Schwimmen auch gehabt hat, oder? Gibt es ein Äffchen, einen Hasen und einen Gepard, je nachdem, welche Strecke man eben läuft. Und man will eigentlich absolut keine Zeitnehmung haben, sondern
sondern wirklich Kinder an den Laufsport heranführen. Wir haben auch Bremsläufer extra, immer, dass die Kinder nicht zu schnell laufen, sondern dass einfach... Ist ja, das so wie beim Ski-Jöring, der Bremsläufer, der mit seinem Terraband hinten die Leine zurückrollt. Ja. Weil manche Kinder sind schon echt schnell. Ich glaube, das brauchst du auch. Du brauchst, wenn du startest, einfach keinen Pacemaker, sondern einen Bremsläufer. Ja. Jetzt heißt, wir müssen zusammen laufen, Flo. Richtig. Ich bin dein Bremsläufer. Das ist die Idee. Klar, aber Kinder starten natürlich auch einfach aus der Emotion aus, also sowieso, wer erwachsen ist, ist ja im Laufsport oft so, da startet man immer schnell, nicht? Aber wenn halt Kinder, keine Ahnung, also unsere Strecken sind ja dann auch 1,5 Kilometer oder sowas, sondern wenn die dann gleich wegstarten, nachher ist einmal auf jeden Fall die Hälfte der Kinder, die vielleicht auch sowas noch nie gemacht haben, einfach fertig. Und das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja eigentlich schauen, dass die Kinder wirklich am Schluss ins Ziel kommen und sagen, boah, laufen ist ja eigentlich auch eine lässige, coole Geschichte. Und die einzigen Preise, die wir gehabt haben, sind eigentlich Gruppenpreise gewesen. Mhm. Je mehr Kinder laufen oder halt, wenn Kinder, quasi andere Kinder finden, die mitlaufen, dann haben sie eben tolle Gruppenpreise gewinnen können und die haben sich da an Ast ausgefreut, wenn die dann gewonnen haben. Gell? Und es war ganz wichtig, egal ob das Kind der Schulfreund groß, dick, klein oder dünn oder was auch immer war, oder? Es war völlig gleich, welche Hautfarbe der gehabt hat oder wie auch immer. Oder? Es war wichtig, dass viele mitlaufen und dass sie da einen Preis gewinnen. Und das, muss ich sagen, hat mich schon sehr motiviert, oder den Kinderlauf da weiter zu entwickeln. Und da haben wir ja 1000 Kinder, die da quasi mitmachen. Ja. Die dürfen ja nur bis sie 10 sind mitlaufen, weil danach ist das dann nicht mehr so interessant. Was mich da ganz stark interessiert, ist jetzt da, wenn man sagt, ich mache einen Kinderlauf, ich mache einen Frauenlauf, ich mache einen Firmenlauf in Tirol oder Innsbruck, wurscht, in irgendeiner Stadt, dann hat man natürlich, man muss die lokalen Behörden dazu kriegen, dass man es machen darf. Man muss vielleicht sogar irgendwas absperren oder keine Ahnung, so irgendwas. Aber sonst ist die Logistik ja relativ leicht und das Event ist relativ kurz. Also, weiß ich nicht, das geht los wahrscheinlich beim Zehner bis nach 1,5 Stunden durch und beim Marathon so in so etwas, weiß ich nicht, 7 Stunden sein oder 6 Stunden, je nachdem, wo du den Cut-off machst. Und dann ist aber die Strecken wieder gesäubert und frei und alles wunderbar. Was ja beim Trail überhaupt nicht so ist, weil da hat man ja ganz andere Player dabei, wenn man alle fragen muss. Und ich glaube da, die Unterstützung ist ja andere, jetzt da aus der Bevölkerung, sondern eher so von den ganzen Stakeholdern, die du sonst so hast, von Behörden und so weiter und so fort, oder von Grundstückseigentümern, weil ein Kinderlauf, wenn du den irgendwo hingehst und sagst, hallo hier, Stadt XY, darf ich mal einen Kinderlauf machen, findest ganz wenig, die sagen, was, Kinder brauchen wir nicht. Aber wenn du sagst, hey, ich hätte da 300 Trailläufer oder 500, die da quer durch den Berg, durch den Wald jappeln wollen, und zwar über bestenfalls 1,5 Tage, dürfen wir das? Ist das angekommen? Also die Frage ist, gibt es da die Unterstützung schon in Österreich? Ja, vielleicht wieder ein klares Jein. Also ich habe da schon sehr viel, vielleicht ein bisschen überzogen, wenn man sagt, Pionierarbeit geleistet, aber in Tirol war das eben, waren wir ja mit dem Piz Alpine, der eigentlich einer der ersten war, oder die eben das Format oder umgesetzt haben, oder die Innsbruck waren eigentlich die ersten Trailläufe, oder im Endeffekt, oder eine der ersten, oder die das gemacht haben. Und da war es schon ein Novum für alle, boah, was machen die jetzt da und brauchen wir das überhaupt, oder? Und ja, und sehr viel Überzeugungsarbeit auch bei den Touristikern, dass das jetzt eigentlich eine tolle Geschichte ist, gell? Und dass auch der Trend in diese Richtung geht, ja. Also das hat ja am Anfang niemand geglaubt, oder? Alle haben gesagt, ja, nein, Marathon ist das Nonplusultra und es wird nie was Interessanteres geben als ein Marathon. Und jetzt erkennen wir ja schön langsam, dass der Trend extrem wieder, hätte ich schon vorher gesagt, ja, in Richtung eben Naturerleben, Traillaufen geht.
Zeit, oder? Früher, darum habe ich wieder gesagt, früher hat man Geländelaufen dazu gesagt. Es ist ja nur ein neuer Name für etwas, was man eh schon immer gemacht hat. Da, aber, da hatten wir schon jemanden da, der Christian Schickelgruber, der gesagt hat, wie er das gemacht hat, hieß es halt doch Geländelaufen. Aber ja, ist es. Was mich dann so wundert, gerade bei die Tirol ist ja bekannt für ihre Touristikaffinität und so, dass man da das viel überzeugen muss, aus warum auch immer, einfach mehr Leute ins Land zu bekommen, wundert mich. Und ich finde, man hat schon auch in den letzten Jahren erkannt, jetzt auch außerhalb von Tirol, dass der Sommer für die Touristik immer mehr an Wichtigkeit gewinnt. Wir waren dieses Jahr in Schladming auf Urlaub und was sie da in Sachen Spielplätze und Kinderentertainment auf die oder Mountainbike-Strecken und Trail-Strecken und alles ausgeschrieben, was die da schon mittlerweile auf die Beine stellen, das hat es vor 10 Jahren hast du da noch selber raussuchen müssen und Spielplätze hast du auch suchen müssen irgendwo oben am Berg. Ja, aber ich erzähle ja von den Jahren, oder vor 10 Jahren, oder eben, da hat es ja begonnen, oder wo ich eben das Thema quasi ins Land getragen habe, oder wo ich halt versucht habe, da das Thema groß zu machen. Und natürlich fragt sich der Touristiker, wie viele Übernachtungen generiert denn so ein Lauf, oder? Und wenn ihr das jetzt mit einem normalen 10-Kilometer-Lauf oder was weiß ich, der normalen Straßenlauf vergleiche, der generiert dann genau keine Übernachtungen und dann denkt man halt, ja, das kann ich umlegen, oder? Und mittlerweile wissen aber alle, dass beim Traillaufen ja viele fürs Wochenende kommen und das natürlich dann durchaus auch eine touristische Attraktivität hat, gell? Und auch die Bilder in die Welt hinausgeschickt werden und so weiter. Also das war natürlich schon und ist heute noch, oder? Bei vielen immer wird schon ein bisschen mit Skepsis da quasi geschaut und gesagt, boah, ist das schon was? Aber mittlerweile wiegen die Befürworter. Ja, aber habt ihr doch irgendwelche Daten oder so? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt, natürlich bist du auch grundsätzlich schon mal länger dort, aber ich sage mal, du erlebst ja die Gegend dann ganz anders. Wenn ich jetzt am Wochenende beim IATF bin, dann lerne ich irgendwie die Tiroler Berge kennen und denke mir, die Berge sind einfach toll, ich nehme nächstes Jahr die Familie mit und mache dort Urlaub. Also wisst ihr vielleicht, inwiefern das dann auch quasi über das Wochenende hinaus dann irgendwie für die Touristiker, jetzt sagen wir mal, Betten generiert oder gar nicht? Ja, wohl. Nein, wir haben Umfragen gemacht und ich sage jetzt mal statistisch gesehen, sind es immer komische Zahlen, aber ich glaube 2,2 Personen bleiben im Durchschnitt 2 Nächte oder so. Ja, also man weiß schon, oder, dass das natürlich eben genau die solche Kurzurlaube generiert. Natürlich, je kleiner die Distanz ist, umso weniger übernachten dann die Leute vor Ort. Also wenn man 15, 25 Kilometer läuft, oder, dann sind es vielleicht auch viele regionale Teilnehmer. Die da kommen. Aber je länger die Distanz ist, umso eher kommen die Leute auch von weiter her. Also wir haben ja durchaus beim Innsbruck Alpine, wenn wir jetzt über diesen Lauf reden, wirklich aus Südafrika und aus Gegenden, aus Australien, Teilnehmerinnen, wo ich immer denke, die kommen jetzt wirklich daher, um den Innsbruck Alpine zu laufen. Also es ist schon ganz witzig. Nee, ich glaube, der IATF hat sich wirklich einen Namen gemacht, dass man sagt, okay, das ist der ist sehr früh, der ist, wenn man es jetzt vergleicht, man hat in der Gegend zumindest den Mozart zum Beispiel oder so irgendwas, der ist noch relativ früh, aber der ist im Juni, also man läuft normalerweise nicht beides, weil es einfach 200 so knapp hintereinander ist, so halb schlau. Sagst du das jetzt ernsthaft? Ich sage, du hast es auf Band gesagt. Der Peter hat nämlich vorbei 200 von einem Monat gemacht und gemeint, das war keine blöde Idee. Nein, nur, dass wir das jetzt auf Band haben. Dieses Jahr habe ich den IATF und den Mozart gemacht. ich glaube schon, dass auch von der Größe her, weil der IATF hat jetzt 3000 Leute. Also wirklich 3,5 haben wir gehabt. 3,5, was ja wirklich eine Großveranstaltung in dem Bereich ist, ja auch sehr, sehr viel richtig gemacht, weil es gibt ja, glaube ich, sehr viel Wiederholungstäter und Wiederholungstäterinnen, weil das ist jetzt da, es gibt andere Läufe, wo du sagst, ja,
muss ich auch mal gemacht haben. Dort wollte ich immer schon mal laufen, was auch immer. Also beim IRTF, ja, ich wollte mal zweites Mal laufen. Ich wollte ihn auch jetzt ein drittes Mal laufen, das nächste Jahr. Das wird vielleicht schwierig, also einfach logistisch. Was mich fasziniert ist, dass der Lauf ganz, also ich habe keine schlechten Kritiken gehört. Habt ihr das am Anfang lernen müssen, was ihr quasi auch falsch gemacht habt, oder habt ihr das von vorher schon gewusst und habt gewusst, okay, ein Läufer will das haben, der will das haben, der will das haben, weil das Rennwochenende, Flo, korrigier mich, aber Ausrüstungskontrolle hat super funktioniert. Ich habe noch keinen Lauf, inklusive dem UTMB, gesehen, wo es ein Video davon gegeben hat, wie du dein Zeug zur Ausrüstungskontrolle bringst, am besten, wo es kontrolliert wird, damit du am schnellsten fertig bist. Und es hat tatsächlich schnell funktioniert. Also, außer es ist Corona da, dann hat es auch beim UTMB schnell funktioniert, aber ohne Corona wäre es auch beim UTMB langsam gewesen. Richtig. Und oder bei den Labestationen, wie wir das erste Mal das zu viert gemacht haben, es war jeder an jeder Labestation freundlich, hat gewusst, was er tut, was nämlich nicht bei jedem Lauf selbstverständlich ist. Da sind manchmal Freiwillige, die es gut meinen, aber halt local sind und noch nie eine Labestation gemacht haben und nicht wissen, was jetzt ein Mensch noch, weiß ich nicht, 80 Kilometer gern hätte oder was er nicht braucht, oder dann wissen sie nicht, wie das Flask aufgeht oder so. Das haben die alle gewusst. Also habt ihr das alles vorher geplant oder hat sich das ergeben oder wie kam es dazu? Wir haben alle negativen Kritiken gelöscht, nicht im Internet. Guter Ansatz. Einfach nichts ändern, sondern nur gutes Marketing. Nein, was ich schon glaube, oder? Und das ist ein Vorteil von uns, oder? Dass wir aus dem Straßenlauf kommen, dass wir, sage ich mal, gewohnt waren, Großveranstaltungen zu machen. Das fängt natürlich bei der Venue an, oder, dass man sagt, nee, eigentlich will ich jetzt keine Veranstaltung machen, wo man auf der Wiesn startet und mir gerade am Bogen vielleicht aufblasen, wenn es ganz gut geht, und dann, sondern man will ja auch dieses Veranstaltungsgefühl haben, gell, dass da Expo-Stände sind und dass das halt alles so einen wertigen Eindruck macht, gell? Und das geht natürlich dann bis zu den Versorgungsstellen, wo natürlich auch ständig natürlich für uns jetzt Verbesserungen gemacht werden. Ja, also das natürlich hat es nicht von Anfang an alles immer super funktioniert. Also darf ich da jetzt so sagen. aber man hat halt immer versucht, Verbesserungen zu machen, oder? Auch die Versorgungsstelle als Erlebnis quasi darzustellen. Also es sind ja Almhütten, oder? Wir haben ja extra so ja, quasi bedruckte Zeltwände gemacht, dass es ausschaut wie Almhütten, dass die Leute eine blaue Tiroler-Schürze anhaben, dass es Bio-Essen gibt, regionales Essen gibt. Also wir versuchen da schon, oder, sage ich, einen guten Level einfach zu setzen, oder? Auch immer wieder, ich weiß nicht, ob Sie es vorbeikommen seid, in Hall haben wir ja dann Live-Cooking gehabt, oder da haben wir einen Kaiserschmarrn dann gekocht und so. Also wir haben wirklich Flo? Der ist nicht gegangen. den haben wir, ja, der letzte haben wir auch gehabt. Ja, du bist aber gestartet in Hall, Flo. Ich bin gestartet, aber ich habe kein Live-Cooking mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Nein, echt, oder? Habe ich sogar ausgeteilt in Hall beim Start. Aber echt? Ja, aber sicher müssen wir auch verbessern noch. Aber ich sage nur, es soll eben das Erlebnis, oder, für den Läufer irgendwie im Vordergrund stehen, oder? Der muss echt für uns halt, das ist unser Ziel, oder? Jeder muss dann heimfahren und sagen, boah, war echt cool, gell? Und wenn ich das gleiche laufe, habe ich aber nicht das gleiche Erlebnis nächstes Jahr, gell? Weil wieder was ganz Überraschendes Neues ist, oder? Und das, glaube ich, ja, das ist halt auch so unser Räder. Aber hat es da von Anfang an geholfen, dass du zumindest auch Läufer warst und Läufer mit Leidenschaft warst und Läufer, der, sag ich mal, ähnlich denkt wie die Leute, die hinkommen? Ich meine, schon klar, dass man trotzdem Fehler macht, aber dass das so zumindest ein gewisser Startvorteil war? Das glaube ich auf jeden Fall, oder? Also ich glaube, wenn man mal quasi
eben auch bei großen Marathons, aber ist ja gleich, oder bei anderen Läufen quasi an der Startlinie gestanden ist, oder dann nimmt man das Gefühl ja mit. Also manchmal beim Start, oder, habe ich so das Gefühl, mal jetzt müsst ihr nur einen Jingle auflegen, weil ich wüsste jetzt, was jetzt ein richtig cooler Sound war, nicht? Und so. Also ich glaube schon, oder, dass das natürlich hilft, oder dass man eben, wenn man selber Läufer ist, oder, dass man halt eben sich vorstellen kann oder eben weiß, was ein Läufer will oder was eine Läuferin will. Ja. Aber da möchte ich kurz für unsere lieben Freunde die Bergziege und die Dingsbringer, bitte kein Highway to Hell. Wenn man da schon direkt an den Veranstalter richtet, die zwei hassen Highway to Hell. Wenn du mich jetzt fragst, würde ich sogar fast sagen, spielst dennoch, dann können wir ihn auswischen. Ja, ich spiele es eh nicht. Also, ja. Aber nein, wie gesagt, ich glaube, das ist schon etwas, und wir haben auch ganz witzig einige Anfragen gehabt, gell, Läufe zu machen, auch in Tirol oder von Tourismusverbänden. Und wir sind eigentlich da gar nicht. Wir haben dann teilweise sozusagen auch manche einfach abgesagt oder gesagt, das machen wir nicht, gell, weil wir wollen nicht, oder, auf einer Wiese starten, und also das war uns dann, haben wir gesagt, nein, das ist nicht unser Stil, gell. Es muss schon eben auch, wenn man Pitztal einmal gemacht hat, oder, das ist schon eben einfach eine coole Geschichte, also eine gescheite Bühne da, LED-Wall, oder? Mittlerweile gehen wir ja voll in das Thema Live-Übertragung hinein, Live-Streaming, oder? Das haben wir jetzt auch jedes Jahr verbessert, oder? Im Pitztal haben wir das erste Mal mit Satelliten, Internet, oder, übertragen. Werbung will ich jetzt keine machen, aber. mach so viel du willst. Nein. Ja. Ihr hättet nichts von der Werbung. Nein, aber ich finde, das ist mittlerweile wichtig, und wenn du zu den großen Events dazugehören willst, finde ich, gehört das einfach. Man sieht es auch beim UTMB, um jetzt da beim ganz großen Namen zu bleiben. Das ist mittlerweile halt einfach ein Event, und das ist gut so. Es braucht auch solche Dinge, um den Sport einfach größer zu machen und auch für eine größere Reichweite interessant zu machen. Weil uns eins natürlich interessiert auch UTMB, ob er jetzt dieses Lichtkegel-Ding hat in bei der Hälfte oder nicht. Uns ist das wurscht. Aber damit du es dem Otto-Normal-Menschen irgendwie zugänglich machst, glaube ich, brauchst du es einfach so ein bisschen unterhalten. Und was ich von Teilnehmern vom diesjährigen UTMB gehört habe, dem gesagt, also diese 100 Meter, die sie dort aufgezogen haben, oder 150 Meter mit diesem LED-Zeug, sie haben gesagt, es war schon ein bisschen out of space, weil sie haben das alle vorher nicht gewusst, und plötzlich kommen sie dorthin und glauben, sie sind irgendwie am falschen Stern angekommen. Und deswegen finde ich es wichtig, auch das mit diesem ganzen Livestreaming und das einfach, einfach für die Leute auch zu Hause zu bringen. Genau. Es muss erlebbar werden, oder? Und das ist auch etwas, also wir haben ja auch so eigentlich eine Software zum Live-Tracking entwickelt, das nehmen wir jetzt vorwiegend auch zur Überwachung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen her. Also wir haben ja 4 bis 5 Leute im Race-Office sitzen, oder, und wissen dann genau, oder, zum Beispiel eben im Pitztal, wo es dann schon zackiger hergeht, sage ich mal, wer ist jetzt noch ausständig, wer ist zwischen welchen Checkpoints, oder, und wie lange ist er ausständig, also es sagt die Software dann an, oder, ob er noch in time quasi ist, oder ob er eh schon überfällig ist aufgrund seiner Laufgeschwindigkeit, den wir uns ausrechnen, und ich glaube, dieses erlebbar machen, oder, des Outdoor-Sports ist ganz wichtig, weil früher hat man einen Startschuss gemacht und dann irgendwann nach 10 Stunden ist einer reingekommen und gesagt, das ist der erste, oder haben ersten Versand und vor der zweite. Also, na, völlig uninteressant, gell? Und ich glaube, dass das, eben der UTMB sagt es ja vor, die haben natürlich viel, viel mehr Geld, aber trotzdem glaube ich, wenn du auf dem Klavier sozusagen mitspielen willst oder insgesamt, oder, ich glaube, das muss erlebbar werden, gell? Und zwar nicht nur für den Teilnehmer, sondern eben auch Die Angehörigen, für die Daheimbliebenen. Genau. Also, natürlich, ich verstehe schon den ein oder anderen Trail-Puristen, der sagt, ja, na, ich möchte auch eine familiäre Veranstaltung haben, wo ich meine Ruhe habe, wo ich keinen Chip habe oder sonst irgendwas, sondern ich komme bei den 3 Checkpoints vorbei, und wenn ich durchgelaufen bin, bin ich durchgelaufen, und wenn nicht, nicht. Also mag ich auch gerne, finde ich auch cool. Ich brauche kein Live-Tracking beim, weiß ich nicht, Feitscher-Grenz-Staffellauf. Warum auch? Sondern das weiß jeder, das ist seit 30 Jahren, 40 Jahren eine Institution, das passt. Aber
es braucht auch solche, ja, wie soll ich das sagen, es braucht die so wie bei Rockstars, dass du sagst, Club-Events sind schon geil, aber es braucht die Stadion-Tour halt auch, damit die Leute hingehen können, die hingehen wollen. Und der UTMB eben, der setzt halt oft Maßstäbe bei solchen Sachen und in Österreich vom Live-Tracking und mit Kameraläufern, mit Kamera-Mountainbikern, also beim IRTF Vasis, dass es gibt. Ich glaube, der Gehgut macht es noch, aber im Großen und Ganzen war es das in Österreich schon. Aber ihr seid ja immer wieder beim UTMB. Was nimmt man da mit jetzt davon, wenn man wirklich dorthin geht und sagt, okay, so machen das. Ist das so, dass man mit einem Zettel vorbeigeht und sagt, okay, check, das nehmen wir auch mit. Naja, man müsste lügen, wenn man sagt, man nimmt nichts mit, oder? Weil, wie gesagt, das ist dem Menschen eigen, oder? Dass er Sachen sieht und sagt, boah, ja, cool, könnte man auch so machen, gell, im Endeffekt. Gut kopiert ist besser wie schlecht erfunden. Also. Genau. Aber, ja, wir waren, in Wahrheit waren wir eigentlich erst einmal beim UTMB mit einem Stand auch, das war vor 3 Jahren, also vor Corona war natürlich eine gigantische Geschichte, gell, für uns, boah, also mit so vielen Aussteller und so weiter. Aber es war eigentlich das, was du am Anfang gesagt hast, oder, dass wir gesagt haben, boah, eigentlich, oder, wir könnten schon der UTMB, oder, das Frühjahrs werden, weil eigentlich haben wir die lässigere Stadt, oder, wie du schon gesagt hast, oder. Wir haben nämlich eine Stadt dann auch noch, sicher Chamonix ist von der Trail und von der Umgebung super geil. Ja, genau. Aber Innsbruck ist halt von der Infrastruktur her, genau, bist du halt richtig vorne dabei. Was man aber schon sagen muss, dass es in der Bevölkerung noch in Chamonix, sage ich jetzt einmal, mehr angekommen ist als ein bisschen in Innsbruck. Also ich erinnere dich nur dran, wie wir, wenn du mit dem Taxi fahrst zum Veranstaltungsgelände, da fragen sich Leute, es gibt einen Trail-Lauf, wie lang ist denn der? Also ich sage mal, das fehlt vielleicht noch, ohne da jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das fehlt uns noch so ein bisschen. Es ist sicher in Innsbruck auch ein bisschen schwieriger als jetzt in Chamonix, weil es einfach ein kleineres Dorf ist, dass da so ein bisschen mehr von der Stadt gelebt wird. Und was ich finde, ich habe zwar dieses Tivoli Startzielgelände, ich finde das ja geil, weil es einfach groß ist und du hast viel Fläche und so weiter. Andererseits, jetzt hat das Jahr, also dieses Jahr, sprich 23, ist glaube ich Startziel wieder im Stadtkern. So wie es vor der großen Baustelle war, die sie dort aufgezogen haben. Das ist richtig, ja, genau. Und auch die Game ist ja auch da, gell? Und, genau, das bringt, glaube ich, schon nochmal in der Bevölkerung auch was. Glaube auch, ja. Also die WM wird ja natürlich auch viel, oder? Also man wird quasi in Tirol einmal zumindest, oder? Das überall sehen, oder, und auch hören. Und man will auch die einheimische Bevölkerung, oder, auf dieses Trailrunning und auf die WM aufmerksam machen. Also ich hoffe, dass die Taxifahrer dann auch schon wissen, wie viele Kilometer die einzelnen oder was man da macht, ja. Und das wäre natürlich ein Ziel, gell? Und ja, wir müssen ins Herz von Innsbruck zurück. Oder? Das war eigentlich einerseits natürlich die Baustelle, andererseits auch Corona-bedingt. Mhm. Ich glaube, ihr wisst ja, wir haben ja trotz Corona jede Ausgabe durchgeführt, oder? Wir haben wir teilweise. Waren da. Ja, okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das sogar extrem lässig fand, aber mit diesen Tellern hingehen, aufladen, sich wieder wegsetzen, das war extrem, da habe ich mir schon gedacht, das könnten wir ohne Corona auch einführen. Wir haben es nachher mitgenommen. Ja. Weil, also ja, wir haben es cool. Auch bei Läufen nachher gehabt, du lohnst dir den Teller voll und im Gehen kannst du nachher gemütlich aus deinem es ist absolut hygienischer und besser, gell, im Endeffekt, als wenn da jeder, aber wollen wir über das Thema, aber eben, und das war ja der Hauptgrund, oder, wieso wir auch gesagt haben, für uns ist das Tivoli oder die Olympia World, oder wo wir waren, für den Innsbruck Alpine natürlich ideal, weil du da deine Blase bilden hast können, weil du sagen hast können, ich kann kontrollieren, was auch immer die Vorgabe ist, oder, und wir haben ja durchaus
große Veranstaltungen abgehalten mit eben Startverzögerungen. Ich glaube, wir haben teilweise 10 oder weiß nicht, wie viele Gruppen gehabt, die ja sich ja, nicht und dann noch treffen, zwei starten und Start und links und rechts den Startkanal. Ja, und ja, ja. Also bitte mich erinnern. Also es ist total schön, wieder zurück ins Herz von Innsbruck zu kommen. Eben, es war ja die Baustelle dann auch, die man während Corona dann auch noch gemacht hat. Aber die Veranstaltung gehört in die Stadt von Innsbruck, oder? Es gehört ins Zentrum. Ja. Und heuer haben wir ja dann auch noch unseren City Trail, oder? Wo wir ja für die WM dann quasi zusätzlich noch Veranstaltungen machen, wo wir quasi in die Altstadt einen Trail bauen. Und dort dann eigentlich quasi so ein bisschen Show-Drehlaufen machen, beziehungsweise eben auch eben einfach das dem Publikum wieder näher bringen wollen. Also ja, wir wollen halt einfach, dass jemand, der die Sportart noch nicht kennt, oder sage jetzt mal da ein bisschen das zum Angreifen hat und sagt, boah ja, das ist eigentlich eine coole Geschichte, das Traillaufen, gell? Und vielleicht dann selber auch anfangen zum Traillaufen. Richtig, genau. Ja, genau. Also Schwelle niedrig halten und auch ausprobieren lassen. Wir machen dann auch öffentliche quasi Veranstaltungen über diesen künstlichen Trail, wie man auch nennen. Mhm. Und ja, dann macht es vielleicht so viel Spaß, dass die Leute sagen, man, da laufe ich mit. Das machen wir in Innsbruck sowieso, weil wir ja den K7 haben, den K15 haben wir viele, die so quasi anfangen mit dem K7 oder K15 und dann laufen sie K25 und sagen, so, boah, eigentlich müsste ich dann noch ein bisschen länger oder also ja, das ist eigentlich. Vor allem der K7, der ist ja mehr oder weniger auch das Warm-up beim UTF am Tag davor. Der Prolog, ja. Ja, der ist halt auch wirklich richtig cool zum Laufen und da sind auch die lokalen Trail-Communities, also die wie heißen sie? Running Crew, glaube ich, heißen sie. Am Anstieg auf richtig Party machen, mitten im Wald. Ja, ja. Und das finde ich cool. Also, und weil du die WM schon angesprochen hast, weil dass der IRTF gesetzt ist, der ist jetzt da zwar nächstes Jahr ein bisschen später, eben auch, weil es in der Verbindung mit der WM ist. Genau, der ist sozusagen der Prolog der WM. Genau, ja. Ja, was wesentlich cool ist, wenn jetzt irgendwer sagt, er macht da wirklich eine ganze Woche Urlaub, dann kann er laufen und dann hängt er ein paar Tage hinten dran an und tut WM schauen. Ja, Peter, alle habe ich nicht überzeugen können, habe ich gerade zuerst gehört, nicht? Das ist ein Problem, das leider mit einem sehr alten Hund zu tun hat. Oh, ja, okay. Das ist eher das Problem, weil zehn Tage dann unterwegs sein, alles zusammen, ist nicht wenig. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass ein paar Leute sagen, okay, sie laufen am Samstag oder Sonntag und dann bleiben sie zumindest noch ein Zeitl da. Aber ja, haben wir eigentlich auch viele Rückmeldungen, also auch bei der Anmeldung, die wir jetzt aufgemacht haben, glaube ich, es waren 3 Wochen, oder? Also es geht ja schon ziemlich ab, Gott sei Dank. Ja. Und fein, oder? Also, tolle Geschichte, die Leute nehmen es an, oder? Wir haben wirklich eine riesen Gaudi, weil wir wollen da wirklich Innsbruck zur und als Stube natürlich jetzt mit der WM, oder? Ja. Zu den Trail-Hauptstädten machen, oder? Und sagen, hey, eben, da wollen wir jetzt wirklich einmal richtig eine lässige Geschichte machen, oder? Und ich glaube, man ist auf Trail, also auf WM-Strecken unterwegs, oder? Der Innsbruck Alpine hat sich ja heuer sozusagen dann auch ein bisschen verändert, oder? Heuer gibt's einzigartigerweise mal ganz andere Strecken, oder? Das war ja eigentlich auch ein bisschen die Idee, dass man sagt, naja, das Gefühl möchte ich auch haben, wo läuft die Elite? Und das geht dann eigentlich bis dorthin, oder? Dass man eigentlich bei der WM wirklich auch geführte Touren machen will, oder, dass man die Läufer, die vor Ort sind, dann an hautnah an quasi die WM-Strecken wieder führt, oder, mit Locals und dort dann auch ein bisschen quasi die Elite-Läufer dann anfeuert oder so. Also ich glaube, das wird schon eine speziell lässige Geschichte und da freuen wir uns schon ziemlich drauf, gell. Ja, ich finde, man muss es einfach ausnutzen, wenn die WM im eigenen Land ist und man die ganzen Stars, die man vielleicht dann nur aus in dem Fall Twitter und sonst irgendwo kennt, einfach live sieht und auch mal live erlebt, wie das ist, wenn die Vollgas geben und wie das sich das anschaut. Das ist einfach, glaube ich, eine so einzigartige Gelegenheit, dass man da einfach zuschlagen muss. Ja. Nein, es war so irgendwie ein Traum von uns, gell? Wir arbeiten an dem ja schon relativ lang und haben auch die Corona-Zeit genutzt, oder, um diese ganzen Konzepte zu entwickeln.
Und dass wir dann den Zuschlag auch bekommen haben, war dann schon trotz alledem überraschend. aber umso lässiger eigentlich, gell? Wir haben zurzeit eigentlich wirklich eine riesen Gaude und eine ganz super Stimmung, haben wir einfach eben eine Freude, das organisieren zu dürfen. Gell? Ja. Bei der WM selber, weil das ist jetzt dann die zweite kombinierte Berglauf- und Trail-WM. Dieses Jahr ist ja die vom letzten Jahr, also jetzt da in Thailand. Und das ist ja die erste, glaube ich, die kombiniert ist. Und sie ist medial, also was ich bis jetzt gesehen habe, ausbaufähig, sage ich mal. Wie groß wird's? Also wie groß willst du das machen? Wie brutal, brachial wird es in Innsbruck und im Stubaital aufschlagen, dass alle sagen, boah, es gibt Cheering-Busse, es gibt Bands, es gibt alles Mögliche, weil ihr habt ja auch vor Ort schon international Superläufer mit der Ida-Sophie Hegemann, die Christine Berglund ist da, der Flo Krasl ist jetzt da auch kein Geschreckter. Also du hast ja viel Potenzial mit der Stadt, mit lokalen Läufern, ihr seid es gewohnt, so große Veranstaltungen zu machen. Das könnte schon gut gehen, oder? Ja, ich hoffe es, ja. Nein, ich meine, wir sind natürlich recht mit einer Challenge gestartet, weil der Zuschlag relativ spät quasi uns eilt hat, oder wir haben ja erst Ende Mai quasi, oder im Mai, oder? Beim IRDF, glaube ich. Beim IRDF war das, ja, genau, da haben wir das erste Mal gehört, boah, jetzt haben wir einen Zuschlag bekommen, und man muss sich ja vorstellen, eine WM ist dann schon noch einmal eine andere Geschichte, oder? Weil man ja die ganzen Vorgaben hat. Also wir haben einen 80-seitigen Katalog, den wir da erfüllen müssen, vom Doping bis schieß mich tot, also alles Mögliche. Und dafür muss man natürlich ein Team aufbauen und so weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, oder? Wir natürlich wollen wir, dass da Bang macht, oder? Und dass wir eben Eröffnungsfeier machen, einfach an Peak, oder? Viele Zuschauer bringt, oder? Die wirklich auch, sag ich jetzt mal, Leute eben da bleiben, oder? Dass eigentlich einfach das wirklich eine riesen Geschichte wird, aber auch medial, gell? Und auch das Livestreaming, also sind wir mal am guten Weg, oder? Dass das auch im linearen TV, wie es so schön heißt, gezeigt wird, also auch im ORF, oder? Okay. Sichtbar wird. Also wir wollen eigentlich auch dem Trailrunning wieder einen Schub geben, oder? Soweit es uns möglich ist, oder? Und das auch nach Europa sozusagen weniger verkaufen, aber zumindest oder möglich machen, dass die TV-Stationen das übernehmen. Also wir produzieren 4 Tage lang eben das Livestreaming dann auch, oder? Und da sind wir jetzt gerade dabei, eben die Strecken auch auszumessen, oder wo kann man welche Signale, wo müssen wir eben auch wieder Satelliten-Internet einsetzen. Also das wird schon eine riesige Geschichte werden und ich hoffe, es gelingt uns, weil es natürlich schon ein mega Vorhaben ist, das uns natürlich schon auch an die Grenzen, so jetzt mal, unserer, wie soll ich sagen, Möglichkeiten und Anführungszeichen bringt oder zumindest schon ein sehr hohes Maß, die 2 Veranstaltungen quasi in 10 Tagen zu machen, ist schon eine hohe Belastung für die Leute. Aber ist es dann nicht auch eine Chance wiederum, als IRDF selbst zu wachsen? Weil man genau das, was man dann eben dann bei der WM lernt, dann quasi auch für den IRDF 2024 mitnehmen kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir wollen der UTMB des Frühjahrs sein. Na, schauen wir mal, ob es gelingt. Aber ich glaube, das ist mein Anzug. Das ist gut, gefällt mir. Wir erwähnen schon seit Monaten, dass Innsbruck der Chamonix Österreichs ist. Also wir hat, ja, danke. Aber es ist vielleicht noch besser. Ja. Uns hat es in der WM an Bord. Also so ist es nicht. Nein, aber ich denke, Innsbruck oder könnte jetzt in Zukunft natürlich schon
noch deutlich wachsen. Gell? Und deutlich wachsen heißt nicht an einem Wochenende wachsen, sondern deutlich wachsen heißt eben in die Woche hinein wachsen für mich. Oder? Also wie gesagt, das Format der Woche, glaube ich, ist schon ein Format, oder das durchaus auch nachhaltig oder so gemacht werden könnte, oder dass man sagt, nee, im Frühjahr gibt es eben die Auftaktveranstaltung und da ist halt wirklich, alle stellen ihre neuen Produkte vor. Es ist halt so richtig das Erwachen des Trailsports. Ne? Das war so ein bisschen die Vision. Ja. Nein, es hat ja vor allem auch, wenn du so an Bang quasi früh hast im Wettkampfkalender, das ist, glaube ich, auch was Elite-Läufer, also jetzt nicht nur Otto-Normalläuferinnen, sondern auch die richtig Guten sagen, okay, ich kann mir einen Peak im Frühjahr setzen und ich kann trotzdem beim UTMB mitlaufen. Bei manchen anderen Veranstaltungen, ich nehme jetzt dann einfach eine zweite große in Österreich her, wo die Leute sagen, ja, also der Gehgut ist auch so anspruchsvoll wie der UTMB. Aber du wirst in einem Jahr beide Veranstaltungen zu laufen, ist echt schwierig, einfach terminlich. Gleich wie wenn du in UTMB laufst oder mitlaufen willst oder in CCC mitlaufen willst, dann kannst du die ganzen frühen September-Geschichten alle in die Haare schmieren. Weil du kannst nicht zwei Wochen danach, drei Wochen danach noch einen zweiten Peak hinten drauf setzen. Ja, du kannst zum Auslaufen hinten noch was machen von mir aus, aber auf Wettkampfangriff geht sich halt nicht aus. Und da ist halt im Frühjahr ein optimaler Termin, dass du sagst, das geht. Und also da ist Innsbruck sicher. Nein, das ist sicher cool, gell, der Termin, oder? Er ist natürlich auch für uns immer schwierig, muss man auch sagen, gell? Also wenn er sozusagen Ende April, Anfang Mai ist, oder? Mhm. Dann haben wir natürlich immer die Schneeverhältnisse, wir sind dann ständig mit der Lawinenkommission im Austausch, oder was kann man jetzt laufen, was kann man nicht laufen und so, aber ich denke einfach, das ist Fachleute vor Ort. Also du hast in Tirol einfach Leute, die mit Lawinen und Berg sie echt auskennen. Ja, genau. Also das und man kommt halt vielleicht auch nicht so hoch auf, nicht so hoch, wie wir heuer zum Beispiel auch raufkommen. Ja. Aber trotzdem, glaube ich, es ist so das erste Alpine im mitteleuropäischen Raum, oder? Ich muss nicht nach, keine Ahnung, Mallorca fliegen oder wo auch immer hin, ja, oder? Oder nach Cape Town. Oder ja, so genau. Was sagst du im Winter? Richtig, ich fahre von Wien nach Innsbruck oder von München nach Innsbruck oder wo er immer her, oder? Und kann aber schon, sag jetzt mal, Trail laufen. Das heißt ja nicht, nur weil es nicht hochalpin ist, es sind ja trotzdem coole Trails, glaube ich, oder, die wir da ausgesucht haben, oder? Und die kann man trotzdem definitiv cool laufen. Und glaub, das Einzige, was ich schon anbringen muss, ist bei Kilometer 88 den Patscher Kofler einzuschieben mit 3 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Das ist halt auch nicht lustig. Also Jetzt lache ich noch drüber. Aber wie ich da vor 2019 gestanden bin und die mir erklärt haben, ich muss da jetzt rauf und das sind noch 3 Kilometer, da habe ich nicht gelacht. Also mein damaliges Ich hätte ich geschimpft. Ja. Nein, 20 war das, Flo. Das war im Corona-Jahr. Ah, stimmt, 20 war es. Ja, das erste Mal, gell? Ja, genau, das erste Corona-Jahr. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Ja, ist ein bisschen hässlich, ja, ich weiß. Ich schäme mich eh dafür. Ein bisschen hässlich ist aber sehr schön ausgedrückt. Ja, aber das kommt auch davon, man hat uns immer gereizt und gesagt, Innsbruck ist keine Challenge, weil das sind ja keine Höhenmeter. Nicht? Jetzt haben wir schon irgendwann sagen müssen, schaut's, oder? Wir können schon auch was, selbst der Flo, oder? Kassel hat gesagt, boah, er ist froh gewesen, glaube ich, heuer, dass es nicht nochmal ganz aufgegangen ist. Heuer haben wir so ein bisschen so eine Schräge drinnen gehabt, weil es eben oben mit dem Altschnee ein Problem war. Genau, der war oben noch mehr als Knie hoch, oder? Und das geht halt dann doch nicht. Leider. Wir haben sogar versucht, mit Bauern und so, mit dem Traktor da noch was zu machen, aber das war halt dann doch. Ja, aber diesen Zirbenweg oben, da kommst du ja auch nicht. Da geht sowieso nicht. Zu Wege halt mit der frei zu bringen, nicht, aber eben oben bei Seinigungen. Aber du weißt es nicht, aber in dem 2020er Jahr ging es mir bei Kilometer 50 nicht ganz so gut und ich habe meine Freundin angerufen und gemeint, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch da zahle oder ob ich das schaffe. Und ich habe halt auch wurscht, sie hat nachgeschaut, da kommt eh nur noch ein Hügel. Und dann war es halt der Patscher Kofler. Ja, aber das ist wirklich ein Hügel, es ist ja wirklich ein runder Kogel, nicht ganz nett. Wir haben alles ja gemacht. Ja. Also,
Ist cool, glaube ich. Die Strecken ist super und vor allem, du hast da in jede Richtung die Möglichkeit, selbst wenn du sagst, ah nein, das Jahr können wir dort nicht laufen oder es geht dort nicht, weil weiß ich nicht, eine Baustelle ist, keine Ahnung. Du kannst auf der Nordkette, kannst du theoretisch, hast andere Wege, am Patscherkofel gibt es weiter unten einen Alternativweg, du musst jetzt da nicht wahnsinnig verkürzen, weil das waren, weiß ich nicht, ich glaube 7 Kilometer war es kürzer oder so irgendwas. Also du hast ja in der Gegend extrem viele Möglichkeiten, weil beim UTMB, wo du um einen Berg laufst, naja, da musst du halt um den Hegel herum. Fertig. Du kannst ein bisschen verkürzen wahrscheinlich, dass du halt irgendeinen von den letzten auslässt, aber viel kürzer wird es halt nicht mehr. Ja, also wir haben schon eben, dadurch, dass wir so früh sind, haben wir wirklich, ich glaube, es waren aber gezählte 34 Ersatzrouten, die wir teilweise schon vorberechnet haben und so, weil wir wirklich auch mit der Challenge relativ oft eben oder die Challenge relativ oft gehabt haben, dass wir eben gewisse Abschnitte dann eben aufgrund der Lawinengefahr nicht laufen haben können. Das war eigentlich im Übrigen auch der Grund, dass wir gesagt haben, machen wir wenigstens eine Woche später, weil eine Woche später sind eigentlich auch in diesen Jahren, wo die Lawinengefahr war, eigentlich war eigentlich dann nichts mehr. Und darum haben wir gesagt, vielleicht das ist vielleicht eine geschickte Idee, wenn ich es eine Woche später zu machen, dass man, weil Schnee ist ja an sich kein Problem, gell? Also im Endeffekt sogar cool, gell, wenn Schnee oben ist. Also es geht ja wirklich nur darum, dass die sag jetzt mal, einfach Lawinensicherheit da ist. Genau. Also im Endeffekt ist es ja nur das, weil beim Pitztal laufst du über einen Gletscher drüber. Also das ist ja das wenigste Thema. Es ist ja wirklich nur die Gefahrenstelle, das du ausschalten musst. Und gerade jetzt bei der WM wäre es halt auch super doof, deswegen ist natürlich ein Juni-Termin für die WM optimal. Wobei, du hast gesagt, die WM ist jetzt von der Planung nochmal anstrengender. Wie kann man sich das jetzt da grundsätzlich, so eine ganze Planung als Veranstalter von einem Großevent, weil das ist ja jetzt da kein 50-Mann, wir laufen zufällig die gleiche Strecke an einem gleichen Tag und haben 5 Labestationen Geschichte, sondern das ist groß. Das ist mit Cheering Zone, das ist mit irgendwelche Labestationen in Hall, das ist mit Ausschank, das ist mit allem Möglichen. Wie lang plant ihr und organisiert ihr an diesem Rennen vorher schon? Was ist da, was läuft da alles, bis es wirklich einmal den Startschuss gibt? Ja, ich meine, das muss man sich so vorstellen. Vielleicht ein kurzes Beispiel ist, oder? Jetzt den Innsbruck Alpine, den machen wir mit als Kernteam mit, sagen wir, 6-7 Leuten, oder? Arbeiten auch das ganze Jahr mit unseren anderen Veranstaltungen an dem Innsbruck Alpine. Aber für die WM, oder, werden wir jetzt eigentlich die Organisation noch mehr vergrößern, oder? Das heißt, wir sind gestartet mit 7 Personen, mittlerweile sind wir 12 und wachsen dann bis zum nächsten Jahr mal im Kernteam auf ca. 23 Leuten, oder? Und alle Leute, und das ist schon normal, eben, wie gesagt, umfassend, gell? Wenn man sich vorstellt, man hat wirklich eine kleine Firma mit 24 oder 23 Leuten, oder? Und dann wächst es ja zum Event dann normal hin, wenn man die Volunteers hat und die ganzen vor Ort quasi Unterstützungen. Also das ist schon eben normal andere Dimension, gell? Weil wie gesagt, beim Innsbruck Alpine kann man mit dieser Mannschaft, oder, den wir haben, oder mit unserem Team, können wir da eigentlich ganz gut durch, oder, und wachsen dann natürlich auch mit Volunteers und so weiter beim Innsbruck Alpine, aber das können wir eigentlich mit unserer Kernmannschaft stemmen, gell? Was eben bei der Weltmeisterschaft nicht mehr möglich ist. Wie kann man sich das bei der WM vorstellen? Ich meine, wie macht sie, also für alle Events würde mich interessieren, wie macht sie das mit den Volunteers? Schult sie die vorher oder gibt es da vorher Treffen, wo er sagt, hey, typischerweise, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das, was weiß ich. Also es ist ein Unterschied, ob du jetzt da, also nicht Starter-Sackerl kontrollierst oder ausgibst oder was auch immer, oder ob du an der Labe bist. Aber kriegen die Leute vorher wirklich Einführungen und Schulungen mit, hey, das und das und das wäre cool? Ja, also wir jetzt eigentlich das, also früher vor Corona hatten wir das ja dann live gemacht, aber mittlerweile ist ja das Virtuelle auch ganz eine nette Geschichte. Das heißt, wir machen dann meistens so Teams-Meetings, wo wir mal grundsätzlich das Event auch erklären, oder, und allen mal beibringen, um
was geht's. Und dann gibt's natürlich, oder, für jeden Streckenposten ein Briefing beziehungsweise ein Head, der dann eben zuständig ist, oder. Wir haben Gott sei Dank viele, viele Volunteers, die öfter mitmachen, oder auch Mitarbeiter, oder Praktikanten, die quasi dann bei uns mitarbeiten, oder, und da eben quasi einfach das Know-how oder diese Führung der Volunteers dann machen. Apropos, das muss ich kurz reingrätschen, das habe ich auch noch bei keinem anderen Lauf gesehen, Flo. Was? Bei die Stadt- oder Dorfdurchquerungen, wie viele Volunteers dort gestanden sind mit einem Zettel und uns jede Abzweigung angesagt haben und immer notiert haben, wer vorbeikommen ist. Das habe ich noch nie gesehen. Also es war nämlich super hilfreich durch Hall zum Beispiel. Da waren ja, glaube ich, weiß ich nicht, 27 Streckenposten, die da wirklich jede Kurve angesagt haben. Ja. War eh gut bei unserem Navigationstalent. Weil sonst waren wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, in Südtirol rausgekommen. Bei dir kann ich mir das sogar ganz gut vorstellen. Ja. Ich also, natürlich mit meinen Wahnsinns-Navigationsskills, ich hätte da ohne einen Volunteer durchgefunden. Ja. Sure. Ja, das ist schon, also wie gesagt, die Volunteers sind super. Ich meine, Volunteers in dem Sinne bieten halt einfach auch die Masse von Leuten, oder, die mitmachen. Also ein Volunteer gehört ja auch pfleglich behandelt, unter Anführungszeichen, oder? Das heißt, ein Volunteer, der kriegt ein Volunteer-Package, oder? Der kriegt ja dann auch richtig Goodies und jetzt übernächste Woche haben wir unsere Volunteer-Fete dann, also wo wir eine riesen Party machen für alle, die uns geholfen haben und so. Also wie gesagt, also am Schluss, oder, wird man vielleicht gar nicht viel finanziell zwischen einem Volunteer und einem bezahlten quasi Mitarbeiter quasi unterscheiden können, aber eben, du bekommst einfach die Masse von willigen und freundlichen Leuten, oder? Das ist eigentlich der Vorteil, oder? Dass wirklich die Volunteers auch immer Gaudi haben. Und ich finde, das nimmt man eher so mehr aus der amerikanischen Szene mit, dass das eigentlich ein ganz guter Einstieg in die Szene ist. Wenn du mal wissen willst, wie das ist, so einen 100-Kilometer-Lauf zu laufen, dann melde dich einmal an bei sowas und nimm vielleicht eine Laberstation, wenn das irgendwie geht, weiter hinten und beobachte einmal so Leute, wie sie so tun, was die, dann kannst du ein bisschen die Atmosphäre aufsaugen und so ein bisschen anfangen, Teil der Szene zu werden. Ich glaube, bei uns in unseren Breitengraden nutzt man das noch weniger, aber das ist was ich immer eigentlich toll gefunden habe an diesem amerikanischen Spirit des Ultralaufens. Ja, dass du siehst vor allem auch den Unterschied zwischen den Elite oder kompetitiven Leuten vorne, den Gaudi-Läufern, also die das wirklich als Gemeinschaftsspaß machen, quasi so wie uns, und denen, die überleben wollen. Also wo du wirklich diese verschiedenen Typen an Läuferinnen siehst, dem Ansatz her von, ich will es einfach einmal schaffen, über, ich weiß schon, dass ich es schaffe, aber es ist herausfordernd, aber ich will einen Spaß haben, bis hin zu, ich möchte eine Bestzeit laufen oder ich möchte Top 3 laufen, keine Ahnung. Aber speziell bei der WM, ich meine, ihr macht es da jetzt ja wirklich viel medial mit Tageszeitungen, mit allem drum und dran. Und es kommen da ja wirklich viele Länder und manche, wenn man jetzt da zum Beispiel bei der jetzigen WM ja sieht, kommen ja auch mit großen Delegationen, was weiß ich, Frankreich, Italien, ich glaube Australien ist relativ groß, noch Kanada, so in die Richtung. Ist wie organisiert ihr das? Ist es dann auch so, dass du sagst, die müssen sich selber kümmern, wo sie halt übernachten und wie sie zum Start kommen und was auch immer? Oder ist es bei der WM, ich stelle es mir jetzt ein bisschen so wie ein olympisches Dorf vor, dass du sagst, die sind alle gemeinschaftlich unterbracht, da gibt es jemanden, der kümmert sich um die ganze, um das Land, der kümmert sich um das Land und so weiter und so fort. Wie darf man sich das vorstellen? Ja, es liegt eigentlich in der Mitte. Natürlich kann man jetzt kein olympisches Dorf bauen, aber man organisiert natürlich schon, oder? Also diese für die Verbände die Unterkünfte. Das heißt, oder, wir haben jetzt schon eben, sage ich, die erste Ausschreibung an die Verbände wieder gemacht, haben ein bisschen vorgestellt, was bei uns passieren wird, oder? Das wird jetzt dann eben, wurde vor Thailand verteilt. Wir haben auch drüben dann ein paar Sessions, oder, wo wir auch Fragen beantworten und dann kommt eigentlich schon die erste Anmelde quasi
ja, Flut möchte ich jetzt nicht sagen, aber zwischen der ersten Voranmeldung, oder wie viele Leute werden aus welchem Land quasi kommen. Mhm. Das geschieht schon im Jänner. Und da wird dann schon die erste Aufteilung in den Hotels und Regionen gemacht. Das heißt, wir beziehungsweise vor allem unsere Tourismusregionspartner, die buchen dann die entsprechenden Athleten und Athletinnen ein. Okay. Natürlich versucht man die Nationen oder wird man die Nationen in einem Hotel unterbringen. Man versucht die Nationen relativ fußläufig sozusagen zueinander vielleicht eben auch unterzubringen, beziehungsweise zur Venue. Aber man hat natürlich kein olympisches Dorf, das wirklich ein Park ist, wo die alle oder eine Unterkunft, wo alle wohnen. Ist man da auch in Kontakt mit den ich stelle mir das jetzt so vor, dass man in Kontakt ist auch mit den Leuten, die Rad-WM gemacht haben. Weil die war ja auch in Innsbruck und da hast du ja sort of the same, nur halt eine andere Sportart. Weil das also, ist auch Wochen. Ja, es sind durchaus Leute bei uns, oder, die bei der Rad-WM auch mit quasi organisiert haben. Oder wo einfach das Know-how, oder, sage ich jetzt mal, an uns oder weitergegeben wird. Oder? Und das ist schon ein Vorteil. Also, wie gesagt, weil wir zuerst auch ein bisschen von dem geredet haben, was kann man sich vom UTB abschauen. Wir haben uns ja von der Rad-WM quasi die Hölle abgeschaut, oder? Also es wird ja das letzte Rennen quasi in diese brutale Steigung auf die Hungerburg oder quasi gehen, und wir haben auch das letzte Rennen die Hölle genannt, also wir werden da quasi die Mountain Classic, weil wir wirklich auf der, also natürlich im Trail, oder, aber auf der Route der Rad-WM quasi abwickeln, und wir sind schon gespannt, oder, welche Freude die Läufer haben, diese doch unmenschlichen Steigungen da zu laufen. Das heißt, du schaust, dass du dort nicht im Zielbereich zu finden bist, weil sonst die Leute kommen, die auch noch schimpfen. Ja, genau. Du musst dann einfach nur 3 Schritte schneller machen. Ja, genau. Ihnen dann genau. Oder einen Nasslauf setzt, sodass die Leute einfach nicht erkennen. Ja. Nein, aber man muss sich das sicher vorstellen, also es wird sicher eine coole Geschichte, oder? Wenn man sich vorstellt, die starten in der Stadt und laufen dann aber nochmal durch die Stadt durch, oder? Durch Startziel und dann auf die zweite Runde wieder durch diesen City-Trail durch, oder? Also wir können uns da schon vorstellen, dass das einfach am Schluss ein Highlight wird oder ein riesiges, oder? Also einfach ein Gänsehaut-Feeling, oder? Wenn da die Elite da um die Medaillen kämpft, oder? Und wir gehen ja davon aus, dass da auch wirklich, sage ich jetzt mal schon, oder? Ja, sage ich mal, einfach Kämpfe um die Medaillen gibt, nicht? Und dass das wirklich ein spannendes Rennen ist, oder? Ja, ich glaube einfach, damit du den Sport auf die nächste Ebene bringst, musst du ihn nahbarer machen. Und das ist natürlich im Traillauf so ein bisschen, manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, weil er halt einfach in der einsamen Natur auch irgendwie stattfindet und das durchaus auch sein großer Reiz ist. Aber er muss auch irgendwie zu den Menschen kommen. Und wir haben es auch gesagt, dass das Start- und Zielgelände jetzt wieder in die Innenstadt verlegt wird. Und ich glaube, das sind also so Punkte, die du halt tun musst, damit es bei den Leuten außerhalb der Bubble auch ankommt und wahrgenommen wird und als Teil des Eventkalenders gesehen wird. Und von dem her, gerade für eine WM finde ich das absolut richtig, dass man da auch nochmal durch die Stadt geht einfach. Ja. Ja, eben, es war noch wirklich auch schwierig, oder? Wir haben da mit den Collaborators, also diese Delegierten, die uns da ja immer wieder quasi prüfen, oder? Denen haben wir die Strecken natürlich dann eben auch zeigen müssen, oder? Oder dann war sie natürlich not so amused, oder? Dass die Strecke dann noch einmal durch die Stadt geht, oder? Weil natürlich, sage ich mal, vom Stil her natürlich lieber nur Natur gesehen wird, aber allein eben, sage ich jetzt einfach, wie du zuerst gesagt hast, oder? Den Sport noch einmal in die Stadt zu bringen, oder? Die Chance zu haben, dass vielleicht auch Tausende, die Strecke da links und rechts quasi säumen oder da stehen, oder? Und also ich glaube, das kann schon durchaus ein Spektakel werden, das für den Sport ein Hammer ist, ja, und ganz was Neues dann darstellt. Nein, ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich wichtig, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich glaube, Eliteläufer, die um Medaillen kämpfen, also, die bleiben ja nicht stehen, um Fotos zu machen. Die haben was ganz anderes vor. Die schauen auf einer Uhr, die schauen, was für ein
für einen Puls, das sie haben. Die schauen, wo sie im Rennen sind. Die schauen, ob sie was zum Essen und zum Trinken haben. Und wenn der Weg einigermaßen passt, dann ist das gut und fertig. Weil, ja, ich meine, wir haben das ja im Interview mit dem Lamberger gehabt, wo genau das ja. Thema, dem ist wurscht, so ein bisschen, wo die Strecken ist. Ihm geht es dass er ein kompetitives Rennen hat, dass ihm vielleicht wie der Weg beschaffen ist und dass er halt seine Stärken irgendwie ausspielen kann. Das ist sicher wichtig. Ja, klar. Wie steil ist die Steigung und mit was für einem technischen Gelände muss ich rechnen? Aber ich glaube, der Rest ist ihm ziemlich blunzen. Ja, nein, weil er hat ja gesagt, wenn er die drei Zinnen sägen will, tut das er mehrfach im Jahr. Das schaut er sich dann an, aber nicht während dem Wettkampf. Da hat er halt keine Zeit dafür. Ja, aber das muss man eben genau, und das glaube ich ist auch der Sinn der WM oder das Gute an der WM, oder? Dass man eben, ich sage jetzt einmal, die Elite quasi dazu benutzt und dann Anführungszeichen eben den Sport oder quasi wieder eben attraktiv oder in darstellen zu können. Oder? Also unsere erste Veranstaltung der Vertical im Stubaital auf den Elfer hinaus ist ja auch so ein Highlight schon am Anfang. Oder? Also wenn man die Strecke kennt oder auch diesen Elfer, wo man dann oben steht, auf den Gletscher schauen kann oder auch ins Tal hinunter. Also das sind schon so gewaltige Strecken, oder? Die eben, wie gesagt, dem Läufer, der Läuferin selber, der sieht das nicht einmal, oder? Weil der will ja nur quasi sein Lauf da quasi absolvieren. Aber ich glaube, dass das eben für die Fernsehbilder, für die Zuschauer einfach eine gigantische Strecke, eine gigantische Geschichte ist, wenn man eben quasi da an der Strecke stehen kann. Die Strecken, von denen wir gewählt haben, sind ja alle so gewählt, oder, dass man eben auch mit Aufstiegshilfen hinkommt, also sprich, irgendeine Gondelbahn oder irgendwas hat, oder? Die Infrastruktur hast du ja Gott sei Dank da überall. Echt? Also jetzt einfach vom Wintersport, und wenn das Zeug schon da ist, dann kann man es auch nutzen. So ist es, ja. Und das wäre eben, das glaube ich, das ist schon eine Riesengeschichte dann. Also das glaube ich, das wird, also ich stelle mir das halt einfach in meinen kühnsten Träumen immer so vor, dass das. Ich hoffe es auch. Also wir haben ja gesagt, wir wollen das ja auch wirklich die ganze Woche begleiten. Und ich stelle mir das halt echt so vor, wie jetzt da in München diese Multisport WM war es. Also, European Championships. Genau, EM war es. Ja. Und da hast du halt auch gesehen, diese Triathlon-Geschichten im Olympiapark, wo einfach die Leute am Rand gestanden sind, die Leute angefeiert haben und nicht, oder im Stadion, was da für eine Stimmung bei den Leichtathletik-Events war, in der ganzen Woche. Also das war ja für alle super geil. Und wenn ich mir da überlege, ja, andere machen halt WM in Katar oder weiß ich nicht. Irgendwo, wo die Leute denken, ah ja, Fußball spielen sie, super, wen interessiert's? Also wir haben ja schon einige Olympische Spiele und Games gekriegt, wo du gedacht hast, ja, die Leute sind jetzt da, weil sie denken, na gut, oder ein Formel 1 Grand Prix mitten im Nix. Da ist halt sowas, wo du wirklich die ganze Umgebung einbinden kannst und sagen kannst, hey, die Leute gehen gerne am Berg, wenn sie in Innsbruck wohnen. Wir haben die Infrastruktur, wir müssen es nicht neu bauen. Das ist alles da. Also ich glaube, das kann halt richtig cool sein. Aber warte mal, gibt der WM noch ein paar Jahre und dann baut die Laufwerkstatt, baut er noch ein eigenes Olympiadorf und das muss einfach wachsen. Man ist noch nicht ganz dort, aber das Ziel muss sein, quasi ganz Innsbruck umzubauen auf ein riesen olympisches Dorf, das nur noch die WMs, Trailrunning WMs austrägt. Du kannst Gedanken lesen, gell? Ja, interessant. Wir haben dann die Medaillen aus den Dachschindeln vom Goldenen Dachl gemacht. Richtig. Wenn das aufgebracht ist, dann gibt es ja keine WM mehr. Aber bis dahin kann man noch genügend Gold produzieren. Da sind ein paar da. Das geht schon. Muss man ja, das stimmt natürlich. Nein, ich glaube, das hilft wirklich, dass man den Traillauf wirklich in der ganzen Stadt verankert. Und auch wirklich da, dass die Leute einfach mitfiebern. Also, ich bin da sehr, sehr gespannt schon. Ja, me too. Yes, yes. Ist schon alles durchgeplant? Nein, wir haben wirklich sehr viel im Vorfeld geplant. Also wir haben schon sehr detaillierte Bewerbungen auch abgegeben, mit Strecken und allem drum und dran. Aber natürlich, wie soll ich sagen,
ja, man geht halt dann ins Detail oder und merkt halt, ja, boah, das muss man dann schon auch nochmal konkretisieren und so weiter und auf den Punkt bringen. Also es ist schon viel Arbeit noch. Auch allein zum Beispiel, heute haben wir wieder diskutiert, wie schaut denn jetzt wirklich das Programm aus, oder? Also natürlich ist das Programm gezeichnet und wir wissen auch, wie der Innsbruck-Elbbahn stattfinden wird, aber was findet denn dann am Montag wirklich statt, oder? Welche Zielgruppen wollen wir denn ansprechen, oder? Es muss ja die Expo belebt werden, unter Anführungszeichen, in dem Sinne, dass ja, dass die Leute auch Interesse haben, auf die Expo zu kommen oder ins Ziel oder ins Startgelände zu kommen. Ja, wir haben vor, Filmfestival vielleicht ein kleines zu machen oder ja, also da haben wir viele, viele Dinge, oder die wir jetzt gerade noch schärfen und sagen, was wollen wir denn wirklich alles machen, damit das dann wirklich zum Erfolg wird, ja, weil wie gesagt, Erfolg hängt dann immer von dem ab, oder dass wirklich eben du es schaffst, dass du einen Peak schaffst, dass alle sagen, boah, zu wem müssen wir eigentlich kommen und das ist eine lässige Geschichte und wir sind vor Ort, gell? Da stehen tausende Leute bei der Eröffnungsfeier und jubeln und der OF steigt live ein und so weiter. Also das glaube ich... Und verspricht sich irgendwo. Wenn das wäre real. Ja, aber ich glaube, es muss ja wirklich das Ziel sein und das ist mein Ziel, oder dass man eben WM-Studios hat oder wirklich dann ja, vergleichbar mit anderen WMs wirklich das in die Wohnzimmer der Leute bringt, oder? Dann glaube ich, haben wir gewonnen im Sport, oder? Und dann glaube ich, ist es wirklich super. Ja. Ist natürlich ein hohes Ziel, muss ich auch sagen, aber man muss solche Ziele haben, damit man irgendwas erreicht. Aber wenn man in Österreich nicht im Berglauf oder im Bergsport mitmachen wollen, na, wo denn dann? Also unser halbes Land besteht aus Hegel. Und irgendwie müssen wir den Skifahrern ja auch ein bisschen Konkurrenz bieten im Sommer. Und meine Rede und eben, wie gesagt, das war gar nicht so leicht, eben, sage ich mal, insgesamt oder mal auch im Tourismus näher zu bringen, dass Trailrunning ja eigentlich die moderne Art oder des Bergsports ist, oder? Und die nicht immer nur ein Almöhi auf den Plakaten haben muss, sondern vielleicht auch einen jungen oder eine junge dynamische Trailläuferin, oder? Die da leichtfüßig über muss ja auch nicht das absturzgefährdete alpine Gelände sein, sondern über Almwiesen läuft, oder? Hey, das inspiriert mich auch, dass ich sage, boah, cool, oder? So will ich ja auch sein, oder? Also ja. Mach ja mal, oder? Oder geh auch wandern dorthin, ist ja gleich, nicht? Also ja. Ich glaube, es geht ja nur um Thematisierung des Bergsports, oder? Und ich glaube, das ist halt einfach jetzt die neue moderne Art, oder? Wie nicht nur Junge, sondern einfach Leute insgesamt, oder? Berg erleben wollen. Und ich finde, man hat es auch in Corona-Zeiten gesehen, dass es nicht immer die große Welt sein muss, dass vor der eigenen Haustür, und wir haben es auch ganz am Anfang besprochen, beim Laufen jetzt vor der wirklich nahen Haustür, aber auch jetzt in Österreich selbst, es einfach so viele Urlaubsmöglichkeiten gibt und so viele Möglichkeiten gibt zum Entspannen, die nicht nur Corona-safe, sondern einfach auch wunderschön sind. Ich glaube, da haben schon viele den Berg neu für sich entdeckt. Ja, also wenn ich gerade denke, ich fliege jetzt nach Thailand, oder ich kriege dort dann quasi die Flagge der Vor-WM, aber ich habe mich natürlich wieder impfen müssen, gell? Und denke, ja, ich meine, jetzt nicht... Aber man muss halt viele, viele Tropenkrankheiten dann impfen und so, oder gegen Tropen. Also du musst da ganz andere Vorbereitungen treffen in Österreich. Ja, ja fast einfach hin. Der Fingerabdruck, den du hinterlässt, du fliegst ja. Im Flugzeug durch die halbe Welt. Nächste, ja. Nach Tirol kannst du mit dem Zug fahren. Ja. So ist es, ja. Ja so ganz ist. Ehrlich, der Flo und ich, wir haben beide uns gesagt, naja, wir schauen jetzt einmal, was in Österreich so an, was wir noch nicht gemacht haben oder was wir noch mal machen wollen. Und bevor ich jetzt den Western States mache, wo ich weiß nicht, wie viel investieren muss, dass ich hinkomme und gelost werden muss und so weiter und so fort, ja, dann mache ich halt den österreichischen Western States. Das ist halt in Tirol. Das ist auch ein bisschen. Dass man keine Lotterie machen. Zu mir darf, möchte ich noch immer kommen ohne Lotterie. Fair. Ja, schauen wir mal. Mal schauen, wie das entwickelt. Ja, genau. Nein. Ja, nein, aber ich bin echt schon, ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Wir werden ja den Weg dorthin begleiten, weil wir haben die Ida Sophie haben wir ja schon gehabt und den Florian Krasler haben wir ja auch schon bei uns gehabt und werden da jetzt da noch ein bisschen um die ganze WM mit
Teilnehmerinnen oder Locals herumkreisen, weil wenn wir das schon im Land haben, dann wollen wir jetzt schon anfangen, das abzufeiern. Und cool. Vielleicht kriegen wir dich ja auch nochmals was Mikrofon. Wer weiß. Wäre cool. Ja. Gut, Flo, hast du noch was auf deiner Liste? Ich habe meine ganze virtuelle Frageliste abgearbeitet. Perfekt. Wenn jetzt jemand nicht Läufer ist bei der WM und beim ERTF auch nicht, sollte sie jetzt da schon langsam das Datum notieren, auf die WM-Seite gehen und sagen, in dem Zeitraum, also Anfang Juni, sollte man ein Hotel reservieren, also einfach schon als Zuschauer. Wäre wahrscheinlich ganz schlau, oder? Ja, also jedenfalls, gell, weil erstens ist natürlich die WM ein Hammer und auch der ERTF und du hast eh dieses Cheering-Bus-Konzept angesprochen, das wir haben. Das heißt, man kann ja nicht nur auf der LED-Wall oder im Internet diese Rennen live erleben, sondern man kann es wirklich inhalieren, indem man eben mit einem Hop-on-Hop-off-Bus mitfährt oder von Station zu Station. Alle halbe Stunde fährt der nächste Bus, oder man kann da wirklich einfach die Veranstaltungen miterleben, hautnah. Und ich glaube, das ist schon eine tolle Geschichte. Und das gilt nicht für die Läufer, by the way. Also die WM-Läufer, da ist nichts mit Hop on, Hop off, gell, Leute? Ihr lauft selber. Ach so. Und ich habe mich schon beworben beim ÖLV, wenn ich mitlaufe. Aber nein. Stimmt, ja, ist nur für die Begleiter. Und na, aber du hast nicht gewinnst, wenn du beim Hop-on-Hop-off-Bus mitmachst, oder? Das wäre wie wenn man beim Wien-Marathon mit der U-Bahn fahren würde, nicht? Wobei, lustig, zu den Anfangszeiten des Marathonlaufs, ich glaube in St. Louis war es, glaube ich, 1904. Ist der erste oder der zweite disqualifiziert worden, weil er ab Kilometer 15 mit dem Auto gefahren ist. Echt? Geil. Ja, der hat gewonnen und dann hat der zweite gesagt, Moment, wenn der mich überholt hätte, das hätte ich mitgerückt. Also beim Traillaufen nicht machen, nicht zum Cheering-Bus mitfahren. Nein, aber das ist, glaube ich, ein Konzept, das funktioniert sicher gut. Das glaube ich auch. Und wie gesagt, man muss sicher auch schauen, oder, dass man schnell ist mit den Unterkünften. Mhm. Weil natürlich erstens durch die Verbände viele Unterkünfte blockiert werden und auch dann durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also ich glaube, es macht schon Sinn, recht rasch oder sich zu entscheiden, dabei zu sein. Ja. Je später, umso weiter weg wohnt man. Anfang Juni ist als Wanderurlaub oder als Frühurlaub vor den Schulferien, ist das, glaube ich, ziemlich cool. Also das ist, glaube ich, schon... Ja, ja, also in der WM-Woche haben wir ja auch diesen Feiertag, den von Leichnam drin, also der Donnerstag ist ja ein Feiertag in der WM und wir glauben schon, oder, dass das eben vielleicht auch noch ein bisschen den Anreiz erhöht, oder erhöht, dass man sagt, na, man bleibt da oder man kommt eben nur zur WM. Also ich glaube schon, dass das... Und deswegen, wenn ihr jetzt gerade beim Laufen seid, Podcast, ihr habt, es ist ausnahmsweise, habt ihr die Erlaubnis, die Podcast-Folge zu stoppen und euer ERTF bzw. WM-Unterkunft zu buchen. Genau. Es geht aber auch während dem Laufen, das geht am Handy ganz gut. Also. Okay. Ja, aber da kann man sich vielleicht nicht so konzentriert gut... Egal, macht es einfach. Macht es einfach. Einfach machen. Wir verlinken natürlich die WM und in ERTF und so weiter in den Shownotes, damit ihr da auch schnell hinfindet. Und wenn ihr irgendwie noch gezielte Fragen rund um den ERTF und oder die WM oder so habt, schickt uns das auf Social Media Kanälen oder per E-Mail am besten. Wenn es direkt an Alexander ist, schauen wir, dass wir es irgendwie sammeln und weiterleiten, wenn es irgendwas ist, wo wir so gar keine Ahnung haben davon. Das kann schnell mal passieren.
Also Sponsoren können das auf jeden Fall machen. Ja. Nein. Sponsoren, die WM sponsern wollen, gerne. Und den IRTF. Sponsoren, die jetzt draufgekommen sind, dass sie uns sponsern wollen, auch gerne. Wir sind käuflich, um recht wenig Geld sogar. Ja, richtig. Es braucht nicht viel. Beim UTMB würde es mehr zahlen. Ist ja. Ja. Gut, bevor wir uns weiter in die Scheiße reinreden. Richtig. Danke dir, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und wir haben schon viele deiner Veranstaltungen genossen und werden sicher noch viele genießen und freuen uns schon sehr auf die WM. Jawohl. Danke vielmals. Danke. Und schönen Abend. Schönen ja. Abend. Jo. Bis denn. Und jetzt da, alle Zuschauer, weiterlaufen, weitermachen, weiter anmelden und bis zum nächsten Mal. Tschüss.